Ich möchte hier jetzt noch ein paar Dinge bei der praktischen Realisierung von Entwärmungseinrichtungen, das heißt Kühlung, ergänzen. Das heißt, zunächst mal wollen wir Folgendes betrachten. Wenn wir ein Bauelement uns anschauen und in diesem entsteht eine Verlustleistung, dann müssen wir ja den richtigen Kühlkörper letztlich auswählen. Und jetzt wollen wir schauen, welche Möglichkeiten gibt es dafür. Tatsächlich gibt es eigentlich ein paar Möglichkeiten. Zunächst, die erste Möglichkeit wäre, dass das Bauelement komplett an dieser Stelle ohne eine zusätzliche Kühlung auskommt. Dann müssen wir ins Datenblatt schauen und dort gibt es diesen Wert RTH Junction to Ambient. Das heißt, für die unterschiedlichen Bauelemente typischerweise sind wir dort aber begrenzt auf Werte RTH Junction to Ambient im Bereich vielleicht so 50 Kelvin pro Watt bis 300 Kelvin pro Watt, je nachdem, was für ein Bauelement wir haben. Manchmal etwas niedrigere Werte bei Leistungsmodulen. Das heißt, dort können wir bloß vergleichsweise geringe Verlustleistungen abführen. Das heißt, in der Regel benötigen wir eine zusätzliche Kühleinrichtung, das heißt einen Kühlkörper. Und da haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man wird zunächst, wenn die Leistungen etwas größer werden, zur sogenannten Luftkühlung gehen. Das heißt, wir werden versuchen, auf Basis natürlicher Konvektion Standardkühlkörper auszuwählen und diese für die Entwärmung zu nutzen. Wenn das nicht reicht, benutzen wir zusätzlich Lüfter. Das heißt, wir haben dann eine forcierte Luftkühlung, erzwungene Konvektion, um, wie wir gleich sehen werden, den thermischen Widerstand noch weiter zu reduzieren. Und dann, falls auch das nicht mehr hilft, haben wir für die höchsten Leistungen eigentlich Wasserkühlung. Das heißt, wir haben an der Stelle einen Kühlkörper, der es mit Wasser durchströmt, die Abwärme, die entsteht, die Verlustleistung erwärmt das Wasser. Dieses wird dann sozusagen durch den Kühlkörper durchgepumpt in einem geschlossenen Kreislauf. Wir haben irgendwo an einer anderen Stelle einen Wärmetauscher und ein Wasserreservoir an der Stelle, wo dann kälteres Wasser wieder nachgeliefert wird und so kriegen wir dort die Wärme raus. Und dann gibt es noch Speziallösungen wie Siedekühlung, zum Beispiel Heatpipes oder so, wie sie das bei Prozessoren haben, die aber im Wesentlichen dazu dienen, um von einer Stelle eine sehr, sehr große Verlustleistungsmenge woanders hinzubringen und an einer anderen Stelle haben sie dann einen Wärmetauscher, der das zum Beispiel an die Umgebungsluft abgibt. Hier nun noch eine kurze Ergänzung zu dieser erzwungenen Luftkühlung. Das heißt tatsächlich, im einfachsten Fall haben wir irgendwo bloß einen Kühlkörper. Machen wir das mal auf. Ich male den jetzt mal anders auf, vielleicht so im Querprofil haben wir so einen Kühlkörper. Hier vorne ist unser Bauelement drauf montiert und dann entnehmen wir dem Datenblatt irgendeinen thermischen Widerstand dieses Kühlkörpers, irgendein RTH an dieser Stelle. Und jetzt ist die Idee bei der erzwungenen Kühlung, dass wir hier an dieser Stelle mit einem Lüfter Luft durchströmen lassen durch die Kühlrippen und damit sozusagen die Wärme in Anführungszeichen schneller wegbringen. Das heißt, wir schaffen einfach einen größeren Massendurchsatz der Luft oder eigentlich Volumendurchsatz der Luft, die wir dort haben und können damit entsprechend mehr Wärme wegbringen. Wie kann man sich das vorstellen, was für eine Auswirkung das hat? Die Hersteller von so Kühlkörpern geben dazu in Datenblättern oder hier ist es eine technische Erläuterungsschrift der Firma Fischer Elektronik an, wie sich dann die Strömungsgeschwindigkeit der Luft, die hier diesen Kühlkörper anströmt, sich auf den thermischen Widerstand auswirkt. Das heißt, das ist tatsächlich hier dargestellt. So eine Kurve. Hier unten haben wir die Anströmgeschwindigkeit, das heißt die Luftgeschwindigkeit, mit der der Lüfter an dieser Stelle die Luft durch den Kühlkörper, durch die Kühlkörperrippen durchtreibt. Und hier haben wir einen Reduktionsfaktor A. Was bedeutet das? Das heißt, haben wir keine erzwungene Konvektion, das heißt hier die Anströmgeschwindigkeit 0, haben wir einen Faktor von 1. Das heißt, wir haben den ursprünglichen thermischen Widerstand, der so im Datenblatt aufgrund der Geometrie angegeben ist. Die zusätzliche Durchströmung mit Luft sorgt dann dafür, dass dieser thermische Widerstand reduziert wird. Zum Beispiel, wenn wir das angucken, eine Anströmgeschwindigkeit, wenn wir jetzt schätzen, hier zum Beispiel, was könnte das sein, 1,6 Meter pro Sekunde, kriegen wir eine Reduktion auf 50% des thermischen Widerstands, also eine Halbierung des thermischen Widerstands. Und entsprechend kann man dann hier anhand der Kurve ablesen, welche Anströmgeschwindigkeit wir dann brauchen, um den thermischen Widerstand zu reduzieren. Das heißt, formal, was wir hier ablesen aus dem Diagramm, ist, kennen wir die Anströmgeschwindigkeit, lesen wir ab diesen Reduktionsfaktor und können dann sagen, wie viel Prozent sozusagen unser thermischer Widerstand bei forcierter Kühlung niedriger sein wird als ohne einen Lüfter, das heißt bei der natürlichen
Konvektion, das sagt dieses Diagramm aus. Ein kleiner Hinweis, Achtung, viel bringt nicht viel. Irgendwann laufen wir hier gegen einen Grenzwert. Das heißt, wir sehen so ab 5, 6 Meter pro Sekunde Anströmgeschwindigkeit wird sich der thermische Widerstand nicht weiter reduzieren. Das heißt, ganz flapsig formuliert, Orkan bringt dann nichts mehr. Man kann nicht durch eine noch höhere Anströmgeschwindigkeit dann an dieser Stelle den thermischen Widerstand noch weiter reduzieren. Schauen wir uns ein paar praktische Beispiele an von Kühlkörpern. Das heißt, hier zunächst klassische Kühlkörper für so Leiterplatten, Montage an dieser Stelle für diskrete einzelne Bauelemente, hier so ein SMD-Kühlkörper, der auf eine Leiterplatte aufgelötet werden kann, das heißt hier an den Stellen hier unten kann dieser Kühlkörper aufgelötet werden, das Bauelement selber ist ein SMD-Bauelement, was sich dann hier auf der Platine hier drunter befinden würde, hier seine Anschlüsse hätte, benutzt werden, um an dieser Stelle den thermischen Übergangswiderstand zur Umgebung zu reduzieren. Jetzt vergleichsweise niedriger thermischer Widerstand, das heißt vergleichsweise hoher thermischer Widerstand, Achtung, 29 Kelvin pro Watt. Was kann man sich darunter vorstellen? So als Beispiel, so Hausnummer, wenn Sie überlegen, Sie haben eine Umgebungstemperatur maximal 70 Grad, in dem sich das Bauelement befindet, und Sie wollen so größenordnungsmäßig 120, 130 Grad Celsius maximal im Inneren des Bauelements erreichen oder am Gehäuse, dann bedeutet das, wir können ca. 2 Watt zusätzliche Verlustleistung mit diesem Kühlkörper abführen. Und dann noch so als zweites Beispiel für so diskrete Bauelemente in Durchsteckmontage, TO220, TO247 gibt es so Aufsteckkühlkörper, die man hier auch einlöten kann, gegebenenfalls an eine Schaltungsmasse anschließen, um das EMV-Verhalten zu verbessern. Hier 18 Kelvin pro Watt. Das hier sind jetzt so thermische Widerstände, die sozusagen für Kühlkörper vergleichsweise groß sind. Und bei Kühlkörpern zählt, je niedriger der thermische Widerstand ist, desto besser, weil wir dann einfach mehr Wärme rausbringen können, beziehungsweise eine geringere Erwärmung des Bauelements haben. Eine Verbesserung sind dann hier schon so Strangprofilkörper hier, so mit speziellen Haltefedern. Achtung, das heißt, die Bauelemente werden hier nicht drauf geschraubt. Das kann kostenmäßige Vorteile in der Fertigung haben an dieser Stelle, sondern wir haben hier so Halteclips, das heißt, die werden hier drauf gepresst, die Bauelemente. Die Anpresskraft sorgt dafür, dass diese Bauelemente gehalten werden, werden die gelötet. Und dann haben wir hier eine Angabe vom Hersteller 5,7 bis 2,2 Kelvin pro Watt, je nach Länge des Profils. Was bedeutet das? Das sind Strangprofile und je nachdem, wie man diese hier zulenkt an der Stelle, haben wir einen unterschiedlichen thermischen Widerstand. Das ist jetzt hier zum Beispiel entnommen aus dem Datenblatt zu diesem Kühlkörper. Wir sehen, wenn wir hier vielleicht jetzt bloß eine Länge haben von, was könnte das sein, 3 cm, an dieser Stelle haben wir jetzt einen thermischen Widerstand von 5,7 Kelvin pro Watt und wenn wir dann an der Stelle 10 cm haben oder 20 cm, reduziert sich das bis auf hier 2,2 Kelvin pro Watt bei 20 cm Länge. Das sind also so Beispiele für so klassische Kühlkörper. Jetzt zunächst mal an dieser Stelle für erstmal natürliche Konvektion. Hier natürlich, dieser bietet sich an für erzwungene Konvektion, wenn wir den Lüfter so einstellen, dass er sozusagen hier an dieser Stelle die Luft durch die Kühlrippen durchtreibt, dann können wir hier auch noch weiter den thermischen Widerstand reduzieren, wie vorhin dargestellt mit diesem Reduktionsfaktor. Und wenn wir dann zur höchsten Leistung kommen, sozusagen das letzte Interessante an dieser Stelle vielleicht, ein Flüssigkeitskühlkörper für Leistungsmodule, das heißt, die Bauelemente werden hier drauf letztlich montiert. Wir haben hier auf der einen Seite Aluminium, dann eingelassene Kupferrohre, in denen jetzt eine Flüssigkeit, häufig Wasser, diesen Kühlkörper durchströmt und letztlich haben wir Folgendes, das ist nichts anderes als ein Wärmetauscher. Die Verlustleistung dieser Module wird aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums und des Kupfers hier übertragen an das Wasser, was hier durchströmt und kann damit dann abgeführt werden in ein Reservoir, dort in einem weiteren Wärmetauscher sozusagen an die Umgebung abgegeben werden oder es kann dann frisches, kaltes Wasser zuströmen. Das Interessante jetzt hier ist, wenn man da ins Datenblatt reinschaut und sich mal den thermischen Widerstand anguckt, sind die Werte, die damit erreichbar sind. Das heißt, wir haben hier thermische Widerstände, wenn wir uns das angucken, von 0,01 bis 0,05 Kelvin pro Watt. Was bedeutet das? Das bedeutet hier, wenn wir zum Beispiel bei diesem 0,01 Kelvin pro Watt sind, die erreicht er vielleicht, sagen wir 0,02 Kelvin, also wenn wir bei diesen 0,02 Kelvin pro Watt sind, bedeutet das, wir können an dieser Stelle 100 Watt Verlustleistung haben und kriegen gerade mal eine Temperaturerhöhung um 2 Kelvin oder um 2 Grad Celsius letztlich. Das heißt, das hier sind die Kühlkörper, die wir einsetzen, wenn wir die größten Verlustleistungen wegbringen wollen.